So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück. Euer Berge wieder am Mikrofon hier aus City Skyline. Vom Fallerfeinsten. Vom Fallerfeinsten. Was ein Quatsch. Also, los geht's. Und dann schauen wir nochmal, was wir heute geplant haben. Ja, wir wollten ganz gerne Keith Schmuddel noch ein bisschen weiter ausbauen. Und ich habe mir auch schon gedacht, Mensch, wenn wir hier schon so fleißig am Wohngebiet platzieren sind, vielleicht bietet es sich sogar an, eine kleine Büroparkanlage anzulegen. Habe ich mir so überlegt, Mensch, würde gar nicht so schlecht passen. Versuchen wir es doch mal, Arbeitsplätze nahe dem Wohngebiet anzulegen. Dürfte dann auch recht spannend aussehen. Es ist ja so dieses zweitschneidige Schwert, das man eigentlich noch so im Hinterkopf hat von SimCity. Man möchte ganz gerne Industrieanlagen bauen und die natürlich ausweisen, beziehungsweise ja nicht so platzieren, dass sie nahe den Wohngebieten sind. Das ist ja auch vollkommen richtig. Bloß habe ich das große Problem, sowohl im Livestream als auch natürlich in unserer neuen Stadt, dass es gar nicht so einfach ist, Leute heranzubilden, das muss ich gerade selber überlegen, was ich sagen wollte, Leute heranzubekommen, die nicht so intelligent sind, weil die Industriearbeiten werden von ungebildeten Arbeitern gemacht. Und ihr seht, wir haben hier gerade gar keine, sondern wir haben hochgebildete Leute in unseren Industrieanlagen angestellt. Ihr seht, es sind keine Arbeitsplätze vorhanden, aber trotzdem sind 11 hochgebildete Menschen vor Ort. Naja, so viel dazu. Also, da müsste vielleicht nochmal so ein bisschen drüber geschraubt werden. Oder man könnte ja vielleicht sogar die Bildungsgeschichte ein bisschen runternehmen. Da müssen wir mal schauen. Warum haben wir denn eigentlich jetzt so viel Stau hier? Wie kommt das denn? Haben wir irgendeine Verbindung übersehen? Oder habe ich irgendeine Verbindung abgebrochen? Nö. Eigentlich nicht. Wundert mich, dass wir jetzt hier doch so viel Verkehr haben. Auf der Straße. Das ist komisch. Aber wie kann man das... Wie soll man das? Weil hier fahren auch sehr viele Leute. Ich sehe das gerade. Hier fahren sehr viele Autos entlang, die jetzt mit Industrie nichts zu tun haben, ne? Oh, es ist heiß. Noch keine Ahnung, wie wir das gelöst bekommen. Also, dass wir da einfach ein bisschen weniger Verkehr hinkriegen. Naja. Bleibt spannend, ne? Bleibt abzuwarten, was sich hier noch so entwickelt. Also, ich wollte jetzt ganz ungern hier abreißen, die Strecke. Und ich weiß nämlich auch nicht, ob uns das jetzt direkt weiterhilft, wenn wir da abreißen. Aber das sind unsere Lebensadern irgendwie hier für die Stadt, ne? Gerade die Brücke und diese. Die Autobahn hingegen wird fast gar nicht verwendet. Da könnte man sich schon fast überlegen. Es wäre natürlich aber arbeitstechnisch, glaube ich, ist es grundsätzlich ein Problem, wenn man die Brücken ganz abreißt. Und zu den Einwohnern sagt, ja, fahrt mal hinten über die Autobahn. Das weiß ich leider nicht. Das wird ja, glaube ich, noch schlimmer, ne? Aber alles konzentriert sich hier auf diese Brücke. Und auf den Spaß hier oben. Schaut mal, hier wer hier die ganzen kleinen Autos, wer hier alles lang fährt. Die Donut, Wegen, etc. Ist ein bisschen too much, ne? Aber ich bin echt schon drauf und dran zu sagen, Leute, wir reißen die Brücke ab. Reiß die Brücke ab. Ja, naja, es hilft ja nichts. Naja, wir gucken uns das mal an. Wir werden ja sehen, ob man das kompensieren kann. Weil ich glaube jetzt auch nicht, dass wir allein mit der Wegnahme dieser Kreuzung hier groß was ändern würden. Kann ich mir ebenfalls kaum vorstellen. Weiß es aber auch nicht genau. Wir würden natürlich hier zwar die Gebäude verlieren. Könnten aber hier entlang neue aufbauen. Beziehungsweise wir könnten das hier zu einer Einbahnstraße. Können wir das nicht zu einer Einbahnstraße machen? Und zwar... So. Jetzt ist es eine Einbahnstraße. Aufgepasst. Was passiert jetzt? Oh ja.
Jetzt müssen sie den Saal umdrehen. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Aber jetzt habe ich mal zumindest hier den Kreuzverkehr rauskriegen. Naja, gut, hier sind, das sind die Busse, okay. Der eine Bus hat sich aufgelöst, bis das mal hier ein bisschen optimiert ist. Ja, jetzt scheint es doch ein bisschen an Tempo hier zu gewinnen. Ja, es ist natürlich eine Hardcore-Kreuzung, ne? Gerade weil die hier nach unten abbiegen. Es biegen alle hier unten rein, schaut mal. Ganz, ganz wenige fahren nach oben durch. Alle wollen hier runter. Wo fahren sie denn lang? Jetzt gucken wir mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt fahren sie. Ja, jetzt teilen sie sich auf, ja. Okay. Gut zu wissen. In Ordnung. Also, wir haben noch ein bisschen Nachfrage, Leute. Bürogebäude. Nutzen wir doch hier. Vielleicht machen wir uns mal ein schönes... Kann ja auch mal hier angelegt werden. Muss ja nicht immer alles in der Downtown sein. Und habe ich wieder ein paar schöne Sachen runtergeladen, die wir, ja, anwenden können für jedes unserer Dörfer. Ich mache es jetzt hier einmal mal komplett. Bus und Bahn darf natürlich später nicht fehlen. U-Bahn-Strecke habe ich mir auch noch überlegt. Die könnte man noch ein bisschen optimieren. Ne? Die könnte man hier auch noch reinbauen in die Downtown. Bis hier sind wir gekommen. Genau. Ja, hier können wir auch noch ein bisschen anlegen. So. Genau, hier schön entlang. Da haben wir extra ein bisschen Platz gelassen. Jo, kann man auch ruhig eng bauen. Das sieht schick aus. Tippitoppi. Das finde ich auch hier so ein krasses Element hier, ne? Komplett entlang der Zuglinie. Ganz ähnlich wie die Geschichte hier. Ob ich das so lasse, lasse ich mal so im Raum stehen, weiß ich noch nicht. So mega geil finde ich die jetzt auch nicht, ne? Rein von der Optik her. Könnte man sich was anderes vorstellen. Aber mal schauen. Ist ja noch Zeit. Wir haben ja noch eine ganze Menge Optimierungsmöglichkeiten und Platz sowieso. Platz haben wir noch bis zum Umfallen. Da haben wir, ich würde mal sagen, effektiv gesehen, wenn wir mal hochgehen, wir haben Platz genutzt. Es sieht zwar schon relativ gut bebaut aus, die Geschichte hier, aber den effektiv, also Platz effektiv genutzt haben wir vielleicht, wenn es hochkommt, ich würde sagen 10% vielleicht, na nicht mal 5%. Das kann man alles noch optimieren, noch in die Höhe wachsen lassen, ne, noch dichter wachsen lassen. Sehr geiles Gebäude, das habe ich ganz frisch runtergeladen. Finde ich eines der schönsten Bürogebäude, The Office nennt sich dieses. Finde ich sehr, sehr geil. Sieht top aus. Oben sogar mit Getränkeautomat und solchen Geschichten. Schaut mal. Das sieht geil aus mit so einem Pepsi-Automaten. Und so einer kleinen Parkanlage. Finde ich eines der schönsten Bürogebäude. Weil es auch ein bisschen höher ist, ne? Sehr geil. Gucken wir mal, ob wir mittlerweile noch einen Aldi und einen Lidl haben. Lidl hatten wir, glaube ich, gefunden. Ne, wir hatten den Aldi hier gefunden, ne? Da, genau. Da ist ein Aldi. Der Hammer. Der Hammer. Da drüben ist noch ein Aldi. Den kannten wir, glaube ich, schon, ne? Finde ich herrlich. Hier ist auch noch einer. Oh, jetzt haben wir aber hier. Und dann nebendran ist der Lidl. Ja, bitte einmal Applaus, Applaus für Lidl und Aldi. Finde ich sehr geil. Kommt richtig fett. Das ist Screenshot-würdig. Cool. Wunderbar. Macht Laune ohne Ende. Und wird immer geiler, das Spiel. Wird immer geiler. So. Ja, hier wächst es auch fleißig voran. Hier haben wir sogar schon so ein bisschen... Würde ich ganz gerne noch weitermachen, je nachdem, wie es ansteht. Mit so kleinen Hochhäusergebäuden hier, ne? Dass das so ein bisschen auch in die Höhe wächst, ab will. Und dann wollten wir hier in die Richtung weiterbauen. Richtung Süden. Muss ich mir gerade mal so überlegen. Ich würde schon ganz gerne die wirklich große Stadt... hier so weiterführen. Hab eigentlich gesagt vor ein paar Folgen, kommen wir beenden mal die Stadt hier, machen mal einen Cut und bauen dann mal eine neue oder eine zweite, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, bin ich schon ein bisschen von abgekommen. Ich würde es ganz gerne so weiterführen. Noch ein bisschen größer vielleicht, noch ein bisschen schöner, etc. Ich finde das ganz geil eigentlich. Gefällt mir sehr gut.
Dann machen wir es nämlich auch. Dann werden wir hier noch ein bisschen größer. Vielleicht kriegen wir dann sogar richtige Hochhäuser hier unten hin. Mit den Bahnschienen, das muss ich mir dann nochmal überlegen, ob ich es in Richtung Bahnschienen mache. Oder vielleicht die Großstadt hier so entlang ziehe und dann trifft sie sich hier an der Küste. Aber dafür sieht die Küste nicht ganz so schön aus, nicht so seicht. Wäre dann an anderer Stelle vielleicht ein bisschen einfacher zu organisieren. Nee, aber passt, so machen wir das. Wie gesagt, da ziehen wir hier mit der Großstadt so schön Bogen. Ein bisschen ab, weg von der Bahnschiene vielleicht. Naja, wir schauen mal. Bis wir irgendwo ein Zentrum haben. Ein Zentrum brauchen wir. Ich habe hier auch den Reichstag mittlerweile runtergeladen. Den würde ich auch ganz gerne aufbauen. Ja, direkt aus Berlin. Und für Arnheim habe ich auch was Schönes. Das ist so das erste Stadtende. Und Arnheim würde ich auch ganz gerne noch ein bisschen wachsen lassen. Und vielleicht noch mit einer... Ja, Arnheim, dass Arnheim auch so in der kleinen Stadt ran wächst. Je nachdem, ob wir noch, wo wir noch Gebäude dazu holen. Könnte man vielleicht sogar hier... Oder auf dem Berg. Könnte man auch weitergehen. Muss halt immer schauen, dass wir es ein bisschen kompakt halten, ne? 25 Felder dürfen wir haben. Momentan haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haben wir erst. Ja, da kriegen wir noch ordentlich. Da kriegen wir noch ordentlich Platz, Leute. Da haben wir noch richtig Möglichkeiten. Dann lassen wir Arnheim vielleicht sogar mal hier bis zum Zentrum runterwachsen. Entlang der Autobahn, ne? Ich will hier dann noch eins kaufen später. Ah, das wird spaßig. Das wird toll. Gut. Dann würde ich sagen, müssen wir uns mal ein bisschen überlegen. Kann man schon wieder Stromgeschichten abreißen? Ja. Das braucht hier nicht mehr wachsen. Moment. Ich guck mal, wie das aussieht, ob wir uns da selbst versorgen können mit dem Bahnhof oder ob das zu weit weg ist. Das sehen wir gleich. Wenn der weg ist, ob dann die Verbindung auch abbricht. So. Okay. Ja, noch schaffen wir das hier mit den 4 Windkrafträdern. Ich glaube aber nicht mehr lange. Also, habe ich mir gedacht, hier ist der Bahnhof. Und vielleicht vom Bahnhof. Das vom Bahnhof aus gesehen, dann eine schöne Straße. Eine kleine Hauptstraße. So. Ja, doch mit dem Bogen. So. Und dann ruhig in die Richtung noch. Noch keinen großen Plan. Also ich baue da manchmal auch einfach drauf los und mal schauen, was man daraus machen kann. Also dass ich jetzt im Kopf schon alles fertig hätte, dem ist nicht so. Aber man hat einen groben Plan, ne? Ja, vielleicht ist das ganz nett, wenn wir das hier vielleicht so abtrennen. So. Wie gesagt, hier ist, hier soll ein bisschen die nächsten kleinen Gebäude entstehen. So, 1, 2, 3, 4. An den Bahnschienen, das macht sich ganz gut hier für Arnheim. Und weil wir jetzt auch schon dabei sind, das immer schön zu planen, da würde ich es ganz gerne auch planen. Moment. Wenn es denn mal anfängt zu wachsen hier. Man kann es natürlich auch wieder einzeln bestimmen, ne? Man könnte jetzt sagen, hier. Zack. Da macht sich das jetzt wirklich bemerkbar, ne? Mit diesen schönen Stadtvierteln auch. Natürlich sind die auch für andere Sachen. Hab auch einen ganz, ganz tollen Guide gelesen in den letzten Kommentaren. Bezüglich... Erze, Öl, etc. Und das haben wir auch schon gemacht mit dem Öl. Mit den Ölbohrtönen, wenn mich nicht alles täuscht. Na gut, zumindest im Livestream, aber das kann derjenige ja nicht wissen. Nicht jeder schaut ja beides, ne? Von euch. Also muss sagen, im Livestream sind wir ja... Oh, das... Es geht auch alles immer schneller im Livestream, ne? Ist ja ganz klar. Also,
Da hat man nämlich die Möglichkeit, am Stück zu spielen, ne, und sich schnell auszutauschen, etc. Und da haben wir ja fast 100.000 Einwohner, das World Trade Center mal aufgestellt und was nicht alles für krassen Spaß wir da am Start haben. Und zwar nenne ich das hier Bahnhof einfach mal. Bahnhofsgelände, Bahnhof. Bahnhof Alheim. So. Und für mich ganz, ganz wichtig, dass die Geländetypen hier, dass ich hier, den Punkt würde ich da ganz gerne reinsetzen. Je nachdem, wie der Bedarf denn noch kommt, ne? Habe ich das gut angelegt? Könnte man sogar noch ein bisschen weitermachen. Das Bahnhofsgelände, ne? Bis hier so. Vielleicht sogar ein kleiner Recyclehof. Ich bin ja so ein großer Fan von denen. Ich mag die Recyclinghöfe. Super, super gerne. Inklusive natürlich, ihr wisst es ja schon, den Self-Storage, ja. Das passt halt sehr gut. Und beim Bahnhof passt das auch ganz gut hin. Ist nicht alles schön beim Bahnhof, aber teilweise nützlich. So, und dann gucken wir doch mal, ob sich hier die Gebäude so bilden, wie wir uns das vorstellen. Da haben wir sie schon angelegt. Das gleiche, das könnten wir dann auch ein bisschen weiterführen. Wir schauen mal, wer da kommt und wann jemand kommt. Da baut sich schon das erste Gebäude. Sehr, sehr toll. In Ordnung. So viel zu Alheim. Hier ist auch schon fleißig gewachsen. Hat auch seinen Reiz. Hat auch seinen geilen Stil, finde ich. Wir gucken mal. Genau, Bergheim. Bergheim haben wir ja komplett so festgelegt, ne? Dass nur die erste Stufe. Bei den Wohnhäusern, ja, da kann es in der Stufe bleiben. Genau. Aber Gebäude und Bürogebäude nur die erste Stufe, damit es schön flach bleibt. Das finde ich auch ganz nett hier. Also das sieht doch ganz toll aus. So. Natürlich wird hier auch gearbeitet. Und gewohnt. So. Wunderbar. Ja. Haben wir überall Wasser? Ah ja, das habe ich mir bald gedacht, dass wir hier noch ein bisschen was brauchen, ne? Ja, hier in die Höhe könnte man auch noch mal gehen. Vielleicht das ein oder andere Häuschen. Oh, Kriminalität haben wir hier oben, hohe. Haben wir denn keine Polizeien? Ach, Tatsache, wir haben keine Polizei in Little Bergheim. Na dann, hier oben. Die Teleskoppolizei. So, da drüben haben wir kein Wasser. Da haben wir einfach gar keine Leitung angelegt, glaube ich. Jupp. Sehr schön. Sehr schön, dass sie verdursten. Nein, Quatsch. So. Okay. Dann natürlich so ein bisschen Mikromanagement. Die lasse ich immer leer werden. Und dann mache ich sie wieder voll. Immer so im Wechsel. Das passt ganz gut. So, viele Bürogebiete haben wir jetzt hier angelegt, neue. Das ist ja ganz spannend. Hätte ja gar keiner damit gerechnet, dass wir dann so in die Richtung noch uns bewegen. Aber die Nachfrage ist da. Dann nutzen wir das doch. Und die setze ich immer nur so partiell. Mal gucken, was sich da so entwickelt. So, und im Rückraum, da hätten wir ja jetzt eigentlich Platz für Wohnhäuser. Zwei. Das ist groß genug, das ist groß genug. So, dann wächst jetzt hier auch ordentlich ran. Mensch. Es läuft. So, dann wird noch einen kleinen Park. Und dann viele, viele Bäume setzen, damit alles schön zusammenwächst, damit das auch nicht so wild aussieht. Mal Parking Lot. Ja, so einen kleinen Parkplatz hier, das könnte man bei den Büroanlagen sogar gebrauchen. Zack. Als weiteres haben wir noch, ja, die Swingparks, ne? Einer meiner liebsten Elemente, die ich eigentlich so ziemlich immer anwende. Sehr effektiv auch. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals, Mensch. Gibt's ja gar nicht. Ich will den loswerden, den Frosch. So. Und an der Stelle noch. Gut, Leute. Okay, so viel dazu. Da haben wir das jetzt ein bisschen angelegt. Das ist jetzt Neukietschmuddel. Da sitzen wir jetzt schon ein paar mehr Folgen dran. Aber macht nichts.
Dann haben wir für heute noch Alheim ein bisschen weiter ausgebaut. Und da würde ich ganz gerne eigentlich euch noch zeigen, was ich da vorhabe. Hier ist der Berliner Reich, das Brandenburger Tor, das ist aber viel zu klein. Ihr seht, also das Brandenburger Tor ist nur eine Miniatur. Das ist eine Miniaturausgabe. Das kann ich schon mal gleich wieder löschen. Das muss ich auch aus der Kollektion rausnehmen. Ist nicht zu empfehlen. Wie gesagt, ist zu klein, das seht ihr. Brandenburger Tor ist kleiner als ein Bahnhof. Geht gar nicht. Okay. So viel dazu. Dann haben wir noch Parks. Da müssen wir noch ein paar nehmen, benutzen. Ich würde aber ganz gerne hier. Das würde ich, das Country Courthouse. Das würde ich. Ach, dann ist das auch so klein. Ich nehme es jetzt trotzdem mal für Alheim. Ich weiß noch nicht. Das ist aber echt klein. Was ist das für Center of Local? Ich setze es jetzt einfach. Was kostet das Teil? Ist das einfach. Ist das Waste? Nö. Es geht, es ist auch günstig. Wir können es das Dicke leisten, ohne Probleme. Sonst würde ich es jetzt auch nicht bauen. So, das ist das. Ist ein kleines Gebäude. Ist nicht so megamäßig, aber Alheim ist ja auch ein kleines Dörfchen. Noch. Klein. Nee, nicht mehr mal klein. Das ist ein Dorf. Das ist noch Dorfgröße. Hier wohnen noch zu wenig Leute. Aber wer weiß, wer noch hier hinzieht, wenn wir noch ein paar Arbeitsplätze anbieten. Wer weiß. So, wieder dicke Nachfrage von unseren Einwohnern nach Büro und Gewerbe. Sehr schön. Das können wir nutzen für die nächsten großen Stadtviertel. Und das werden wir dann auch hier in die Richtung so ansetzen. Ich würde fast sagen, wir wachsen mit unseren Wohngebieten denn hier so entlang. So grob vorstellen muss man sich halt. Ne? Wir müssen uns mal ein bisschen planen, aber naja, im Kopf spielt sich auch eine Menge ab. Ne? Mal gucken, was sich denn so entwickelt. Schauen wir dann mal. Sieht ja ganz nett aus hier bis jetzt. Ja, relativ zentral. Das war unsere erste Planstadt, die wir hier angelegt hatten. Ist ganz schön geworden, geht aber dann doch noch einen Ticken schöner, finde ich. Und kann man noch optimieren, definitiv. Sehr enge Hochhäuser, sehr viele enge Hochhäuser hier. Häuserschluchten. Spannend. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, liebe Leute. Ciao, ciao, euer Bergi.